So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Kerbal Space Program Let's Guide Serie. Und es gibt ja erfreuliche Neuigkeiten, schätze ich mal, und weniger erfreuliche Neuigkeiten auch, aber die erfreulichen Neuigkeiten überwiegen. Erstmal werde ich jetzt kurz hier zum nächsten Sunrise warpen, denn wir haben aktuell keinen Grund, das nicht zu tun, I guess. Ich weiß nicht, warum ich es gerade nicht vor dem Video gemacht habe, aber ja, machen wir es einfach mal jetzt. So, ja, es gibt erfreuliche Neuigkeiten. Oh, das ist ja gerade ein bisschen rumgebackt hier, das Debris hier auf dem Launchpad. Nämlich, wie ihr hier unten rechts gerade auf dem Bildschirm seht, ich bin gerade mit meiner Maus nicht da, aber ich werde gleich mal runtergehen. So, da an dieser Stelle hier seht ihr diese schöne Alarmglocke. Und diese Alarmglocke hier, das ist eines der neuen Kerbal Space Program 1.12 Features. Denn ja, die neue, whatever, Version von Kerbal Space Program, Version 1.12 ist raus. Und das ist, glaube ich, auch die finale Version. Ich glaube, danach soll kein großes Major Update mehr kommen, aber die hat einige extrem nice Dinge eingefügt. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass man jetzt hier diese Alarmglocke hat, die quasi, glaube ich, ungefähr so funktioniert wie die Kerbal Alarm Clock Mod. Man kann bei Stationen, kann man jetzt, glaube ich, war das, da gibt es ein paar neue Neuerungen. Man kann bei Stationen, kann man, glaube ich, jetzt Docking Port zum Beispiel, jetzt, wenn man schon angedockt ist, mal irgendwie drehen. So dass man, falls man sich ja drehtechnisch falsch gedockt hat, dass man das korrigieren kann, ohne abzudocken. Genau, und es gibt das Manöver-Mode-System, oder beziehungsweise nicht das Manöver-Mode-System, das auch. Es gibt, glaube ich, jetzt so ein System, mit dem man genau Manöver-Modes einstellen kann und so weiter und so fort. Und es gibt, glaube ich, jetzt quasi dieses das MacJab-Transfer-Window-Teil. Oder generell, es gibt so ein Tool, mit dem man jetzt Manöver-Modes quasi sagen kann, so, ich möchte zum Mond, und dann sagt das Spiel so, jo. Dann klickst du auf Bitte erstellen und dann stellst du automatisch ein Transfer-Manöver-Node zum Mond oder auch nach Duna oder wohin auch sonst immer. So, that's rather nice. Anyways, was wir in der letzten Folge gemacht haben, ist, wir haben diesen schönen Asteroiden hier in einen stabilen Kerbin-Orbit gebracht. Und am Ende der letzten Folge habe ich dann gesagt, so, ich weiß noch nicht genau, was wir als nächstes machen werden, aber wahrscheinlich eine der folgenden Sachen, das ist eine Station konzipieren und dann vielleicht auch einen Shuttle konzipieren. Und dann werden wir mit dem Shuttle lustige Dinge machen und Stationen damit bauen und so weiter und so fort. Und ich habe beschlossen, nachdem ich jetzt off-camera sehr viel rumexperimentiert habe mit Shuttles, weil ich einfach Spaß dran hatte und slightly addicted geworden bin zum Thema Shuttles, weil Shuttlefliegen macht sehr viel Spaß in dem Spiel, habe ich beschlossen, dass wir uns jetzt hier einen Shuttle zusammenbauen werden in der heutigen Folge. Und ich habe festgestellt, dass ich die dafür wichtigen Science Nodes sogar nicht unlockt habe. Deswegen werde ich euch jetzt, I guess, erstmal zeigen, was wir da an Science-mäßigem Kram für brauchen werden. An Kramzeugs. Übrigens, genau, solltet ihr die letzte Folge nicht gesehen haben, solltet euch in, oder das ist die letzte Folge, aber die letzten paar Folgen, solltet ihr nicht gesehen haben und euch interessiert, so, wie macht man das mit Asteroiden einfangen? Denn das ist auch einmal mit meiner Pläne mit der Station, denn dann Asteroiden an die Station anzudocken. Hier oben rechts einmal auf das Vier-Kästchen, whatever, klicken, auf das Kästchen hier halt. Das da gerade erscheint bei euch, es sei denn, ihr guckt irgendwie auf einem Gerät, auf dem das noch nicht Support wird, dann erscheint es bei euch nicht, aber da könnt ihr einfach mal draufklicken. Und dann kommt ihr zur ersten Folge meiner Asteroiden-Einfangen-Missionskette, Gedönsheimer und so. Ja, genau, so. Ich habe sogar schon fast alles unlockt und so weiter und so fort. Und wirklich viel dafür braucht man auch eigentlich gar nicht. Was dafür wichtig ist für Shuttle, ist folgendes. Ich weiß gar nicht, welche Node im Tech Tree das ist, eventuell ist es die hier. Genau, die ist es. Very Heavy Rocket Tree. Wir werden die Vector Engine brauchen. Die werden wir benutzen. Und dann werden wir folgendes brauchen: Wir brauchen Heavy Aerodynamics. Und zwar gibt es hier das MK3 Cockpit. Das werden wir logischerweise benutzen. Das ist das Shuttle Cockpit. Und ich glaube, die Shuttle Flügel gibt es hier auch schon. Ne, die gibt es hier noch nicht. Die gibt es nämlich dann erst hier. Genau, hier gibt es dann hier die Shuttle Big S Delta Wings und die Elevons für Shuttle. Das Shuttle Space Plane Tailfin Teil und auch die Wingstrakes. Und vor allem gibt es hier auch. Wo ist denn? Na? Genau, die große Cargo Bay. Die große Shuttle Cargo Bay, auch die werden wir brauchen, auch das werden wir anlocken. Wir können auch den Rest jetzt noch anlocken. I guess machen wir es mal, warum nicht? Dann haben wir den ganzen Spaß schon mal freigeschaltet. Dann habe ich jetzt endlich mal den gesamten Tech Tree unlockt. So, das hätten wir. Damit ist in meinem LP jetzt hier, beziehungsweise in meinem LG, in meinem Let's Guide, der Tech Tree ist komplett unlocked. Was auch noch wichtig ist, natürlich, wenn man einen Shuttle fliegt, sollte man den Runway vorher upgraden. Das werden wir jetzt auch erstmal vormachen, genau das. So ist das Folge Upgrade, genau. Den Runway vorher upgraden, das ist auch wichtig, falls ihr das noch nicht getan habt. Das ist enorm wichtig. Logischerweise, weil ihr müsst das Shuttle ja landen als Flug wie ein Flugzeug. Und logischerweise braucht man dafür einen Runway. Flugzeuge brauchen einen Runway. So, wir fangen mal an mit dem MK3 Cockpit. Ich werde das Shuttle jetzt erstmal hier bauen, im Spaceplane Hangar. Logischerweise werden wir es launchen, sag ich schon, launchen. Werden wir es natürlich nicht vom Spaceplane Hangar aus, sondern vom VAB aus, beziehungsweise vom Rocket Pad. Vom Launchpad. So, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal uns ein Shuttle. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Hier vorne dran könnte man es theoretisch gesehen, natürlich ist es ein bisschen unrealistisch, aber theoretisch gesehen könnte man jetzt hier vorne zum Übrigens auch ein Clampotron Docking Shield dran packen. So zum Beispiel, das ginge auch. Aber ich würde sagen, wir machen das mal ein bisschen realistischer. Ja, wir halten es mal etwas realistischer. Und, also vorerst, später werde ich das vielleicht auch noch ändern, aber vorerst halten wir es mal ein bisschen realistischer und machen hier eine, na, nicht eine weiße, sondern eine schwarze. Genau. Eine schwarze Nose Cone, damit das hier optisch auch passt. So, dann wird schon die Nose Cone dran. Und als nächstes würde ich sagen, kommt jetzt hier dran erstmal folgendes. Unter Payload müsste es sein.
Hierin kommt es natürlich erstmal die Cargo Bay, denn logischerweise werden wir diese Shuttle nutzen, um Cargo in den Kerbin Orbit hochzuholen. Deswegen brauchen wir natürlich eine Cargo Bay. Ist ja soweit, glaube ich, ganz logisch. Was wichtig ist, ist, dass ihr genug Strom habt in diesem Schätzchen, mit diesem Schätzchen. Deswegen werden sie erstmal ein paar Batterien rankommen. Ich würde sagen, zwei sollten erstmal genügen. Zwei Batterien, eine würde eventuell auch genügen, aber zwei Stück sind erstmal plenty. Wunderbar. Danach, eine weitere Sache, die wir brauchen werden, ist, Monopropellant bzw. RCS Fuel. Auch davon kann man quasi nicht genug haben. Deswegen auch davon werden wir ein bisschen was einpacken. So, mal gucken, das ist hier noch, genau, wunderbar. Das passt alles noch schön, schön in die Cargo Bay rein. So, und noch einen weiteren. Ein weiteres Tankpaar würde ich hier gerne anbringen, damit wir hier auch wirklich genug haben. Genug Monopropellant. Ja, warum ist einfach hier so hin? Das muss jetzt nicht perfekt sein, aber ne, wie gesagt, ein bisschen was davon sollte man dabei haben. Als nächstes brauchen wir actually. Ja, wir könnten jetzt hier auch Liquid Fuel nur nutzen, aber da wir tatsächlich wahrscheinlich keine Nuclear Engine nutzen werden, sondern eine normale Rocket Engine, werden wir jetzt hier nicht eine Liquid Fuel Fuselage nehmen, sondern eine Rocket Fuel Fuselage. Das hier ist eine relativ lange. Die kann man natürlich auch nutzen. Wir werden aber jetzt hier so eine Shorte. Es gibt natürlich auch so eine sehr Shorte, glaube ich. Das wäre jetzt hier. Ne, das ist der Adapter nur. Die nehmen wir. Die hier. Das ist quasi die Shorte Fuselage. Die ist relativ, ja, short, ne? Aber da ist immer noch genug Sprit drin für unsere Zwecke. So, und wie ihr seht, hier haben wir jetzt so jede Menge Platz. Und den werden wir dann später nutzen, um zum Beispiel damit, was weiß ich, wie gesagt, Satelliten, Stationsteile, was auch immer zu launchen. Wahrscheinlich hauptsächlich Stationsteile. Aber vorerst werden wir das Ding erstmal leer lassen. Denn wir wollen jetzt erstmal unser Basic Shuttle bauen, natürlich. Ja, Kamera bitte ein bisschen hier rüber und ein bisschen hier rüber. So, das ist schon die Basisform. Die haben wir jetzt schon mal soweit, wie ihr seht. Und als nächstes werden wir jetzt natürlich Folgendes anbringen müssen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt so, oh, warum baut er das gerade on camera? Normalerweise schneidet er doch oft raus, wenn er seine Raketen baut. Bei diesem Shuttle gibt es einige wichtige Kniffe, die man beachten muss beim Bauen. Deswegen zeige ich das hier gerade, wie ich das Ding jetzt hier baue. Was auch erstmal ganz praktisch wäre, wäre es, wenn ich finden würde, wo zur Hölle sich, ich glaube, unter Aerodynamik müsste das sein, wo sich jetzt hier das Engine-Cover befindet. Denn es gibt ein bestimmtes Engine-Cover für das Shuttle. Das ist kind of wichtig. Vielleicht mache ich mal kurz einen kleinen Cut hier an der Stelle und suche es mal kurz off-camera raus. Und dann zeige ich euch gleich, wo das ist. Ich finde es nämlich gar nicht. Ja, ich mache es mal kurz so. Oder ist es das hier oben? Nee, ja, kurzer kleiner Cut. So, jetzt habe ich den Engine-Mount hier gefunden. Der ist im Structural-Menü. Der ist nicht unter Aerodynamics, sondern unter Structural. Den werden wir jetzt hier anbringen. Der passt auch wunderbar dran. Logischerweise, der ist gemacht für, ne, für die Mark III MK3 Module, sprich für die Shuttle Module. Daran klatschen wir jetzt Folgendes. Und zwar, ihr könntet jetzt auch theoretisch mehrere Terrier Engines nutzen, ich werde aber nur einen nutzen. Ist es die Terrier Engine, die ich will? Muss gerade mal kurz gucken, das müsste die aber sein. Ah, jetzt backt das hier gerade ein bisschen rum. Na. Pro-Tipp übrigens, wenn das eben so rumbackt, dass ihr eben die Sachen nicht richtig anbringen könnt, wenn ihr Alt gedrückt haltet, könnt ihr das Surface Attachment abschalten und dann. Achso, der ist hier auf. Oh, ich sehe gerade hier, der ist auf Symmetry-Modus. Aber wenn es rumbackt, grundsätzlich, also wenn ihr jetzt nicht jeden dran attachen wollt, sondern wirklich an diese Punkte einfach Alt gedrückt halten, dann könnt ihr es nur noch an solche vorgegebenen Punkte quasi attachen. Das sieht jetzt irgendwie anders aus, die Terrier Engine, oder bin ich doof? Habe ich auf meinem Off-Camera-Safe da irgendwie eine andere Engine dran? Nee. Da müsste ich eigentlich auch die Terrier Engine drin haben. Anyways, wir werden diese Terrier Engine jetzt hier nutzen. Und jetzt machen wir die Symmetrie mal kurz wieder an. Und werden jetzt zwei Vector Engines hier attachen. Auch an diese Punkte hier. Wenn ich das spielen lassen würde. Okay. Vielleicht werden wir die Terrier Engine dann actually hier oben hin attachen. Oder nee, andersrum. Genau, wir müssen, glaube ich, erst die Vector Engine attachen. Da war irgendwie was. Das ging irgendwie teilweise. Das war teilweise ein bisschen schwierig. Okay. Dann halt nicht spielen. Dann machen wir es halt so. So geht's auch. Ist gar kein Ding. Ja, darf ich jetzt bitte das hier? Genau, wunderbar. So, jetzt werden wir das Ganze hier ein bisschen moven müssen. Damit das hier nicht ineinander reinklippt. Sonst zünden sich die Engines hier gleich gegenseitig an. Das kann durchaus passieren, dass sie sich dann erhitzen. Und wir werden gleich das Rotationstool nutzen müssen. Und ihr werdet gleich hier den Clou sehen. Ihr seht ja, wo ich die jetzt hier angebracht habe. Das solltet ihr jetzt hier sehen hier. Das ist nämlich wichtig, wo die platziert sind und vor allem, wie die platziert sind. Wie die gedreht sind, um genau zu sein. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal werden wir jetzt hier die Flügel anbringen. Die Flügel, ich werde das jetzt hier relativ authentisch wie das echte Shuttle bauen. Die Flügel bringen wir jetzt erstmal relativ, also ihr müsst die leider relativ weit oben anbringen, das ist leider so. Ihr bringt die relativ weit oben an und jetzt ist erstmal wichtig, Center of Mass und Center of Aerodynamics oder Aerodynamics Overlay anzuschalten. Denn das hier muss immer hinter dem Center of Mass bleiben, das ist wichtig. Sonst
habt ihr aerodynamisch ein paar klitzekleine Problemchen mit eurer Rakete. So, das echte Shuttle hat die Flügel relativ weit unten, deswegen werden wir auch unsere Flügel reasonably weit unten anbringen, ungefähr dahin. Jetzt haben wir auch diese Big Ass Elevons, das sind die Shuttle Elevons. Und ich meine, die großen kommen nach innen. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ich bin jetzt erstmal wieder am Struggeln damit, die jetzt hier richtig anzubringen. Aber ich meine, die großen kommen nach innen und die kleineren kommen nach außen. Und das sind actually die kleineren. Wupsi. Ja, das ist ein slight mistake on my part. Aber ist gar kein Ding. Das kann man natürlich ganz leicht fixen. Wir ziehen einfach kurz rüber und dann passt das. Jetzt muss ich den Spaß wieder drehen. Wie gehabt. So, genau. So wird der Schuh draus, so passt das. Genau, ein Stückchen weiter rüber können die, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, ob das echte Shuttle hier unten drunter auch noch Elevons hat. Eventuell schon. Mein Off-Camera-Shuttle habe ich aber auch so gebaut, also mit zwei Elevons hier an den Flügeln und dann passt das soweit. Das sieht irgendwie nicht ganz richtig aus. Ich weiß nicht genau warum, aber. Wobei doch, dass das. Ah, das passt so. Das passt so. Gut, soweit so gut. Jetzt noch die Wingstrakes. Bevor ihr jetzt fragt, so was ist das für ein komisches Teil, wo kommen die hin? Das habe ich off-camera ja, versucht rauszufinden und habe dann einfach mal mir Bilder vom echten Shuttle angeguckt. Und die Wingstrakes kommen ganz schlicht und ergreifend, wenn man sie dann richtig platziert kriegt. Man muss die oben leider hier oben platzieren, weil wenn man die nicht da oben platziert, dann sind die winkeltechnisch, also wegen dem Snapping-Modus, den ich gerade drin habe, sind die winkeltechnisch nicht ganz richtig und actually müssen die nochmal ablösen und müssen die an den Cargo-Part dran finden, sonst können wir die nicht weit genug an die richtige Stelle ziehen. So, die Wingstrakes kommen hier vorne hin. Für die von euch, die sich fragen, was das für ein Part ist, die werden da quasi so reingeklippt, mehr oder weniger. That's how it works, don't ask me why. Aber that's how it works. So, I guess das ist eine Erweiterung der Liftfläche, der Flügel. So, und damit sind die Flügel schon mal fertig. Jetzt fehlt noch der letzte wichtige Part. Und das ist der die das Tailfin. Und der kommt natürlich mittig hier hin, das ist das Tailfin-Teil. Ungefähr dahin würde ich sagen, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und wie ihr seht, so langsam sieht unser Shuttle auch wirklich aus wie ein Shuttle. Als nächstes würde ich euch dazu raten, als Landing Gear, wahrscheinlich den Medium Landing Gear zu nutzen. Zumindest habe ich den auch auf meinem Off-Camera Shuttle dran. Und der scheint ganz gut zu funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie groß ist der größere. Der ist schon ziemlich groß, der größere. Ne? Ich würde sagen, der Medium Landing Gear, der ist es für diese Shuttle. Den bringen wir jetzt schön weit hinten an. So, und wie ihr seht, das sieht schon ziemlich gut aus in Sachen Shuttle, aber da fehlen noch ein paar Sachen. Also, was heißt, da fehlen noch ein paar Sachen? Die sind ist natürlich nicht absolut mandatory. Aber, damit sich das hier relativ komfortabel fliegt, ich weiß gar nicht, was ich da genau angebracht habe auf meinem On-Camera, sag ich schon, auf meinem Off-Camera Shuttle. Ich glaube, da habe ich diese hier genommen, diese FLT 400 Fuel Tanks, damit ihr hier ein bisschen mehr Fuel habt. Würde ich euch dazu raten, die jetzt hier auch noch anzubringen. Damit die ein bisschen windschnittiger aussehen. Da können wir uns auch Air-Intakes vorne dran klatschen, je nachdem, was man jetzt hier für eine Rakete baut, natürlich. In meinem Falle nutzen wir aber nur Oxidizer und Liquid Fuel. Wenn ihr jetzt hier Nuclear Engines oder so nutzen würdet und Jet Engines an dem Teil, dann könnt ihr hier natürlich auch einen Air-Intake dran bauen. Ich werde jetzt hier keinen Intake-Air brauchen. Deswegen werde ich da jetzt einfach nur ein aerodynamisches Part dran klatschen. Und hinten dran kommen jetzt hier Drogue Parachutes. Also Drogue Fallschirme. Sprich keine echten Fallschirme, sondern nur solche Abbremsfallschirme. Denn wir werden keine Fallschirme brauchen, um die Schätzchen zu landen. Wenig überraschend. Wenig überraschend werden wir die nicht brauchen, sondern wir werden natürlich nur so Bremsfallschirme nutzen, denn das ist ein Flugzeug, also wenn es landet, auch wenn es aerodynamisch questionable ist, weil es ist ein Shuttle. So, soweit so gut. Jetzt fehlt nur noch ein kleines bisschen Feinschliff, aber es ist wichtiger Feinschliff, deswegen, I guess auch das werde ich mal on camera noch bauen. Das wird jetzt hauptsächlich eine Shuttle-Baufolge heute. Viel mehr als das Shuttle-Bauen werden wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Es ist wichtig, dass ihr euch irgendwo, am besten oben, weil beim Re-Entern wird der Bauch des Shuttles re-entern und nicht die Oberseite. Deswegen am besten oben hin, denn die Solarpaneele sind halt relativ schwach auf der Brust, schwach unterwegs, sagen wir so. Deswegen ist es wichtig, dass ihr die am besten oben hin baut, irgendwo Solarpaneele anbauen, damit ihr irgendwie Strom zurückkriegen könnt. Oder ihr könnt natürlich auch hier diesen Radioisotop thermoelektrischen, den Generator könnt ihr natürlich auch nutzen. Auch das ist natürlich möglich, aber ich würde euch dazu raten, baut einfach ein paar Solarpaneele oben dran, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, und auch RCS Thruster würde ich euch raten anzubringen in Shuttle. Auch die, welche sind die großen? Das sind die großen. Auch die sind ziemlich nützlich, nach meinen persönlichen Erfahrungen bisher, deswegen würde ich euch dazu raten, einiges an RCS Thruster eventuell anzubringen. Da kann man auch eigentlich nichts falsch machen mit, wenn man da ein paar von anbaut. Und ich würde sagen, hier vorne kommen noch welche dran. So, sehr schön. Dann hätten wir auch das. Damit hätten wir jetzt auch noch RCS Thruster. Und zu guter Letzt, was fehlt noch? Irgendwas fehlt, glaube ich, noch. Am I forgetting something right now? Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
Ich glaube, das wäre es großenteils. Wie gesagt, die Engines müssen wir vielleicht noch drehen, aber das werden wir gleich machen. Ich glaube, ich vergesse gerade ansonsten nichts. Das dürfte eigentlich alles sein. Irgendwas fehlt noch. Ich bin mir sicher, es fehlt noch irgendwas. Ich würde sagen, ich mache nur kurz einen kleinen Cut und dann hören wir es gleich wieder. Ich gucke mal kurz nach, ob noch irgendwas fehlt. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade. Zum einen habe ich übrigens auch halt gerade mal das neue Save-Feature hier genutzt, weil man jetzt hier nämlich hier über dem Save-Button hapert, hier unten drunter. Na, wenn es denn funktionieren würde. Dann kann man jetzt Ordner erstellen für seine Sachen. Zum Beispiel habe ich hier einen Shuttles-Ordner erstellt, wo wir jetzt alle unsere Shuttles reinspeichern können. Da habe ich gerade das Shuttle reingespeichert, aber noch viel wichtiger als das, ich habe gerade rausgefunden, was ich noch vergessen habe. Und das sind die Airbrakes. Man kann nämlich Airbrakes anbringen. Die heißen A.I, ich weiß nicht genau, in welcher Kategorie die sind, aber A.I.R. Punkt, ne? Also Airbrakes mit Punkten zwischen jedem und so weiter und so fort. Anyways, die kann man an seinen Shuttle zum Beispiel auch noch anbringen. Und die kann man dann in der Luft deployen und kann dann damit dafür sorgen, dass das wunderprächtige Shuttle-Loch bitte ein bisschen abbremst. Oder ein bisschen mehr abbremst. Auch die sind recht praktisch, deswegen würde ich sagen, auch davon werden wir ein paar an unser Shuttle anbringen. So, 3 Stück, würde ich sagen. Also auf jeder Seite natürlich. So, damit haben wir jetzt unsere Airbrakes. Dann würde ich sagen, saven wir das nochmal in den Shuttle-Ordner rein, wenn es uns denn lassen würde. Unser Shuttle Mark 1. Save. Und jetzt, meine lieben Leute, switchen wir den Editor. Denn jetzt geht es hier weiter zu Schritt 2. Erstmal werden wir uns kurz unser ganzes Landing-Gear-Kram-Zeugs retracted starten. Bitteschön. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir genau, das ist nämlich der Plan. Jetzt drehen wir das Shuttle bitte so rum, dass es, glaube ich, das Shuttle muss quasi in Richtung nach draußen facen. That's how it works. Das ist, damit man den idealen Ascent kriegen kann. Und jetzt werden wir einen Decoupler brauchen. Und zwar genau einen. Bitte andersrum. Okay, maybe not andersrum. Ich glaube, es ist actually egal, wie rum. Aber ja, wir werden einen Decoupler brauchen. Den bringen wir jetzt hier ungefähr an. Und es ist relativ wichtig, meine lieben Leute, das werde ich euch auch nochmal erklären. Es ist relativ wichtig, dass der Shuttle relativ weit unten hängt. Zumindest bei meinen bisherigen Shuttle-Flügen hat die Rakete immer am besten performt, wenn der Shuttle relativ tief am Booster dran hängt. Oh, ich könnte sogar diese Tanks hier nutzen. Mit denen habe ich noch keine Erfahrung. Deswegen würde ich sagen, werde ich ja off-camera noch ein bisschen Erfahrung mitsammeln mit diesen Tanks und werde jetzt einfach on-camera jetzt erstmal aus dieser Mark III Rocket Fuel Fuselage den Booster-Tank bauen. Und zwar nutzen wir 2 von denen. 2 Stück von denen werden wir nutzen. Das könnte ein bisschen Overkill sein, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber in meinen bisherigen Experimenten hat das bis jetzt immer ganz gut so geklappt, deswegen würde ich sagen, werde ich damit das noch weiter so verfahren. Dann nehmen wir einen Mark III to 2.5 Meter Adapter da oben drauf. Da oben drauf wiederum kommt dann, glaube ich, ein C7 Brand Adapter, um hier maximal viel Treibstoff reinquetschen zu können quasi. Genau. Hier oben drauf ist das relativ wichtig, dass ihr da ein paar Advanced Inline Stabilizer reinklatscht. Die helfen euch dann nämlich, das ist ein bisschen cheaty, das zu machen eigentlich, aber die helfen euch einfach, die geben euch extra Stabilität und geben ein bisschen extra Steering Force. Ich werde jetzt mal, sagen wir mal, 5 Stück drauf stecken. Ich weiß, das sieht total komisch aus, so warum packst du da 5 von diesen Dingern drauf? Aber die helfen halt einfach, dem Ding weiter geradeaus nach oben zu fliegen. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine wahrscheinlich. Der Shuttle ist nämlich logischerweise, dadurch, dass es hier in der, ich muss es erstmal alles kurz kleinschrittig erklären, denke ich mal. So, weil es ist wichtig, das zu erklären. Der Shuttle, wie ihr seht, hat jetzt hier eine Engine. Und ne, wir werden jetzt hier gleich noch 2 Booster dran packen, also hier links und rechts kommen jetzt hier gleich noch Booster an den Tank. Und logischerweise dadurch, dass das Shuttle jetzt hier Gewicht hier auf der Seite erzeugt und auf der anderen Seite aber kein anderes Shuttle hängt. Also wir haben quasi nur ein Shuttle. Ne? Dadurch, dass wir nur ein Shuttle haben, haben wir jetzt hier Gewicht an dieser Seite. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Shuttle halt trotzdem relativ, oder dass die Rakete halt immer noch gerade, relativ geradeaus nach oben fliegt. Logischerweise. Ich gestikuliere jetzt gerade mit meinen Händen, aber ihr seht es natürlich nicht. Aber ja, es muss natürlich weiterhin geradeaus nach oben fliegen können, oder halbwegs zumindest. Und um auszugleichen, also um lenktechnisch ausgleichen zu können, dass wir nicht komplett Richtung Shuttle überkippen, weil es halt so schwer ist, haben wir jetzt hier diese Inline-Stabilizer, die halt Inline-Stabilizen, ne, die das Ganze stabilisieren sollen. Das ist essentially, was jetzt hier passieren soll. Oben drauf klatschen wir jetzt hier kurz noch eine Nose-Cone. Genau. Und auch hier werde ich so ein bisschen RCS-Fuel dran klatschen. Actually werde ich eine ganze Menge RCS-Fuels hier wahrscheinlich dran klatschen, denn mein Plan ist jetzt folgender. Mein Plan ist es jetzt, hier hinzugehen. Und hier unten dran eine Monopropellant Engine. Oder ein paar Monopropellant Engines dran zu klatschen, wahrscheinlich. So, das sollte genügen an RCS Fuel. Zum einen werde ich jetzt auch hier ein paar Reaction Control System Thruster, also RCS Thruster, dran klatschen. Damit dieses Ding sich auch selber noch ein bisschen unter Kontrolle halten. Oh, die schweben hier vorne, das sieht lustig aus, okay. Damit sich dieses Ding auch noch schön unter Kontrolle halten kann, werden wir auch hier jetzt noch ein paar
RCS-Thruster dran klatschen, aber vor allem geht es mir jetzt um Folgendes. Nämlich werden wir jetzt hier unten ein paar von diesen Puff-Engines dran klatschen. Nämlich von, wo sind sie? Ich weiß nicht, ob die stark genug sind. Ich habe das actually noch nie getestet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass vier von diesen Puff-Engines stark genug sind, um diesen Tag dann später wieder die orbiten zu können. Denn wir werden dieses Ding dann, sollten wir es bis in den Orbit nutzen müssen, den Treibstoff von, werden wir es danach dann einfach die orbiten können. Die ist ein bisschen zu groß. Die ist genau richtig. Eine Remote Guidance Unit bitte. Wir werden eigentlich auch ein bisschen Strom brauchen, merke ich gerade. Das sollten wir dann hier noch, auch noch reinbauen. Und dann werden wir die Schätzchen hier einfach die orbiten. Wir könnten natürlich auch noch Fallschirme anbauen. Ne? Ja, das werden wir dann in der späteren Designphase machen, würde ich sagen, mit dem Fallschirm. Die Fallschirme, um das Ding hier zu recovern, das kann man später auch noch anbauen. Wir werden jetzt einfach erstmal einen Basic Shuttle bauen. Ich werde wahrscheinlich den Flight erstmal reverten danach, weil logischerweise das erste Shuttle, das ich launchen will, will ich natürlich nicht einfach so launchen, sondern direkt mit einem Stationsteil. Aber wir werden jetzt erstmal den ersten Jungfern-Testflug, werden wir jetzt erstmal ohne Payload machen. Einfach nur, damit ihr seht, wie das so läuft mit dem Shuttle. Da kommen jetzt noch bitte Nusscones drauf. Einmal hier, einmal da, genau. Und wie ihr seht, hätten wir damit jetzt mehr oder weniger unser Shuttle. Mehr oder weniger, sage ich. Mit Absicht, denn wie ihr gleich sehen werdet, denn so leicht ist das ja alles gar nicht. Mit dem Shuttle. So leicht ist das nicht. So. Erstmal strutten wir den ganzen Spaß hier zusammen. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Da sind uns diese ganz großen, ich glaube, Clydesdale Booster heißen die, glaube ich. Die zu nutzen ist auch relativ wichtig. Die sind nämlich ziemlich stark und sind quasi größentechnisch genau perfekt für einen Shuttle geeignet, quasi. Und ich glaube, das Shuttle hängt vielleicht sogar ein bisschen sehr tiefes gerade hier. Aktuell, maybe. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber ja, so weit, so gut. Jetzt fehlen noch ein paar letzte wichtige Dinge, nämlich logischerweise ein paar Launch Clamps. Am besten auch am Shuttle welche anbringen übrigens. Auch das bietet sich an, damit der Shuttle nicht so komisch durch die Gegend bounced. So, und bevor wir jetzt das Ding hier launchen werden und aufs Launchpad stellen werden, die Puff Engines haben quasi gar kein Metersekunden Delta V, aber ich glaube im Vakuum haben die 15 Metersekunden, das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts, Hammer. Aber I guess, wenn der Tank leer ist, dann haben sie vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht. So, die Engine hier wollen wir bitte erst ganz spät launchen und starten. So, die starten wir bitte da. So, ich muss erstmal alles hier kurz technisch kurz einstellen. Die Puff Engines können wir als allerletzte stagen, die sind komplett irrelevant. Das hier muss relativ früh geseparated werden. Das muss bitte geseparated werden, bevor diese Engine hier gezündet wird. Genau, ja, unser Shuttle hängt wirklich sehr tief, merke ich hier gerade. Und ich würde sagen, wir gehen mal kurz hin und move den ganzen Spaß einfach mal ein gutes bisschen runter. So ungefähr. Das sieht schon mal besser aus. Und unsere Engines moven wir. Ah, die könnten wir da eigentlich actually lassen. Die lassen wir erstmal da. So, und der Clou ist jetzt folgendes. Erstmal müssen wir jetzt, das ist auch noch relativ wichtig, bevor ich es vergesse, erstmal müssen wir jetzt natürlich hingehen. Und müssen dafür sorgen, dass unser dicker Treibstofftank überhaupt zu unserem Shuttle verbunden ist. Damit wir da überhaupt Treibstoff von ziehen können. Ungefähr so. Das sieht ganz gut aus, aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich verbunden ist. So, jetzt dürfte es verbunden sein. Können um uns auch praktischerweise auf rechtsklick einfach einmal Fuel Delivery Overlay einmal einschalten. Und wie wir jetzt hier sehen, unser dicker Tank, der liefert jetzt hier unten an unsere Engines Treibstoff. Das ist alles entsprechend verbunden. Das ist schon mal gut. So, und jetzt kommt nämlich der Clou. Center of Mass, das befindet sich jetzt da oben. Und das Center of Thrust befindet sich jetzt aktuell hier. Und was wir idealerweise machen wollen ist, erstmal speichere ich den Spaß. Ah, jetzt habe ich es in Default Order wieder reingespeichert, aber egal, was soll's, passt schon. Was wir jetzt einmal machen wollen ist, wir wollen bitte einmal alle unsere Treibstoff aus den Tanks hier rausdrainen. Und das aus einem sehr, sehr guten Grund, denn theoretisch gesehen wird irgendwann, also ne, das ist quasi, wo unser Center of Mass sich hinbewegen wird, nach einer Zeit. Wenn quasi alle Tanks hier leer sind, wird unser, hier oben habe ich auch noch Tanks, aber die, egal, die ignoriere ich jetzt einfach mal, aber ungefähr da wird sich unser Center of Mass befinden. Das heißt, unser Ziel ist jetzt unser Center of Thrust, was dann, wenn diese Booster hier dann auch später weg sind, sich dann hierhin bewegen wird, logischerweise, weil da haben wir jetzt unser Thruster. Wir wollen jetzt unser Center of Thrust so ausrichten, dass das quasi von hier aus da so rein zeigen würde. Also quasi in das Center of Mass rein, damit wir quasi durch unser Center of Mass durchfrusten, damit wir nicht irgendwie in irgendeine Richtung kippen. Wenn wir dann nämlich nicht durchfrusten, dann haben wir klitzekleine Problemchen, nämlich dass unsere Rakete unkontrollierbar wird und eventuell spinnen wird und so weiter und so fort. Deswegen werde ich jetzt mit Shift, könnt ihr übrigens, also wenn ich jetzt nicht Shift drücke, wenn ich jetzt irgendwas drage, wie ihr seht, mache ich hier so riesen Steps, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt, oder actually einen großen Step können wir vielleicht machen. Das sieht sogar gar nicht mehr so schlecht aus, aber ich glaube, wir wollen. Ja, erfahrungsgemäß wollen wir eventuell zwei so kleine Shift-Steps machen. Vielleicht auch nur einen, das wird es gleich zeigen. Aber ich glaube, zwei
Mit zwei sind wir erstmal ganz gut dran, mit zwei so Shift-Steps. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon mehr oder weniger fertig. Müssen wir kurz gucken, ob wir Crew haben. Wir haben Jebediah, Bill, Bob und Valentina. Genau, die haben wir jetzt hier alle. Die sitzen alle drin, sehr schön. Crew haben wir also auch. Das heißt, als letztes gilt es nur noch Folgendes zu tun, nämlich die Action Groups zu konfigurieren. Und wir haben eigentlich nur eine Action Group. Und da das Shuttle ist, da wir jetzt hier andere Sachen damit hochrollen werden, die eventuell auf Custom 1, 2 und 3 und so vielleicht Sachen haben werden, werde ich die Solar Panel Toggle Action actually auf Custom 4 mappen. Mappen bei unserem Shuttle. Bei unserem Shuttle. So, wunderbar. Und damit ist das Shuttle quasi einsatzbereit. Und ich würde sagen, wir werden das Ding mal launchen und werden mal gucken, ob das soweit hier hinhauen wird oder nicht. Und ja, genau das werden wir jetzt auch tun. Damit ist es jetzt Zeit für Liftoff, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt soweit verstehen, was ich jetzt hier gerade gebaut habe und wieso ich das gebaut habe und wieso, weshalb, warum, warum ist die Banane krumm. Ich hoffe, das war jetzt alles soweit erstmal verständlich. Wenn nicht, gerne in den Kommentaren auch nachfragen. Gerne mir uns auch ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht getan habt, lasst mir eben gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und auch Seite schützen, aber dann würde ich sagen, ja, ab dafür. Und beim Shuttle ist es uns enorm wichtig, wie ihr jetzt hier startet. Ich würde euch dazu raten jetzt erstmal, weil wahrscheinlich wird euer Shuttle nicht 1 zu 1 genauso gebaut sein wie meins. Erstmal SRS einschalten natürlich und jetzt erstmal Throttle nicht hochfrotteln, sondern einfach erstmal hier bleiben. Im Throttle, also mittig bleiben. So, und euer Ziel wird jetzt folgendes sein. Ihr launcht und stellt erstmal fest, dass eure Launchclamps anscheinend in das Shuttle reinbumpen. Das ist natürlich schlecht, deswegen würde ich sagen, beheben wir das mal eben kurz und removen die mal kurz an der Stelle und vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Launchen wir nochmal ohne die Launchclamps an der Stelle. Das erscheint mir vielleicht ganz klug. So, ja, auf jeden Fall, ihr wollt jetzt auf jeden Fall Richtung 90 rüberkippen. Das ist euer Ziel mit dem Shuttle. Aha, wir haben mal wieder meinen Lieblingsbug, dass die Launchclamps gar nicht mehr funktionieren jetzt. Das ist auch mal wieder super. Vielen Dank dafür, Spiel. Wir nehmen die mal hier auch ab, die Launch Clamps, und attachen die einfach hier hin. So, zwei daran, keine Ahnung, egal, wir brauchen einfach nur ein paar Launch Clamps, bitte. Und zwei daran. Und vielleicht daran. Sure, warum nicht? Und dann passt das bitte. Bitte, bitte Einschnitte. Bitte nicht abfallen. Bitte nicht einfach runterfallen, bitte einfach funktionieren das Spiel. Das wäre schön, wenn du kooperieren würdest. Ja, aber um jetzt schon mal zurück zum Thema zu kommen, ihr wollt, essentially was euer Plan ist, ihr wollt erstmal nicht hochfrotteln, ihr wollt erstmal gucken, wie euer Shuttle, also bei eurem allerersten Launch, wenn ihr später schon genau wisst, wie sich das verhält, ne, dann ist das quasi ein standardmäßiger Launch wie immer, dann wisst ihr halt eh, wie das geht, aber jetzt um euch das grob zu erklären, ihr wollt jetzt erstmal gerade ein Stückchen gerade hochfliegen, aber eigentlich wollt ihr schon direkt ungefähr hierhin rüberkippen, also ich zumindest kipp gerne direkt dahin rüber, und dann werdet ihr hier unten links habt ihr diesen Pitch-Indikator. Es ist wichtig, dass der Pitch-Indikator nicht hier ganz unten ankommt, ihr werdet sehen, was ich meine. Oh, wer zu fingen? Ach, ich bin so doof. Ich habe vergessen, die Tanks wieder voll zu machen. Auch das bitte, auch daran denken, die Tanks wieder voll machen. Ich habe die Booster-Tanks, die Booster und die Schlag-mich-tot-Tanks, die sind alle leer aktuell. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich so wenig LTV habe. Die Tanks müsst ihr natürlich auch wieder auffüllen. Genau. Alle Tanks voll. Und jetzt Save und Launch. Die Tanks auffüllen, logischerweise. So, und wenn die Tanks dann wiederum voll sind, dürft ihr dann normalerweise auch nach oben fliegen und nicht direkt runterfallen. Wie ich jetzt gerade. Mithilfe der Booster dürft ihr dann Momentum nach oben aufbauen. Aber ja, grob Richtung 90 rüberkippen, dann bald ihr den Pitch-Indikator im Auge. Und wenn ihr merkt, dass eure Rakete langsam aber sicher Probleme kriegt mit dem Pitch halten, nach und nach hochfrotteln. Und wenn ihr da am Max-Throttle ankommen seid und der Pitch trotzdem Richtung Limit geht, würde ich euch dazu raten, dann einfach RCS einzuschalten, denn deswegen habe ich so viel RCS-Fuel eingepackt. Dann einfach RCS einschalten, aber das werdet ihr gleich alles sehen. Also wir pitchen jetzt ein Stückchen rüber. Ist ungefähr hier so hin. Genau, ist schon fast ein bisschen zu viel eventuell für meinen Geschmack. Und wir bekommen schon Pitch-Probleme, deswegen werde ich jetzt eigentlich schon auf Max Throttle eventuell sogar hochgehen. Ich glaube nämlich, ich habe die Rakete ein bisschen zu gut konstruiert, actually. Maybe. Es kommt darauf an, wie gut ihr die Thruster ausgerichtet habt, letztendlich. Wenn ihr die Rakete quasi zu gut gebaut habt und die Thruster jetzt ein bisschen zu gut gemeint habt mit der Thruster-Ausrichtung, dann müsst ihr eventuell schon von Anfang an auf Maximum Throttle gehen, damit das hier keine Pitch-Probleme gibt. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier gerade auch manuell am eingeben, dass die Rakete bitte maximal entgegenpitchen soll. Wir werden jetzt schon mal ACS anschmeißen schon. Und ich glaube fast, das ist eine Rakete, die muss man von Anfang an mit Max Throttle fliegen, so wie ich die gerade konstruiert habe. Da habe ich es ein bisschen zu gut gemeint eventuell. Ihr seht, wir haben jetzt ein sehr, sehr flaches Launch-Profil hier gerade. Was natürlich nicht Sinn der Sache ist eigentlich, dass wir jetzt hier gerade so ein flaches Launch-Profil haben. Ja, das muss ich mal restarten. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier von Anfang an direkt
auf Max Throttle gehen dürften wir auch mit diesem Schätzchen es ein bisschen in Orbit schaffen. Können, theoretisch gesehen, anyways. Wir probieren es mal. Da müsst ihr ein bisschen rumtüfteln. Bei den ersten Versionen von meinem Off-Camera-Shuttle, wie gesagt, war es tatsächlich so, dass ich den Throttle mit Absicht nicht maximiert habe. Einfach nur um dafür zu sorgen, dass das Ding halt, so, jetzt geben wir hier ein bisschen rüber. Und wir sehen, jetzt läuft es hier wie geschmiert. Geben ungefähr hier rüber, zu dieser 90er-Linie hier, über, also quasi zu der dicken, ich finde irgendwie, sieht dicker aus, weiß nicht, zu der etwas dickeren 90er-Linie über diesem runden 90er-Ding. Da kippe ich ihn ganz gerne hin. Dann hat man schon mal so einen schönen, leichten Gravity-Turn, Initial-Gravity-Turn quasi. Und von da aus läuft es dann in der Regel wie geschmiert. Wie ihr seht, wir bekommen jetzt gleich ein bisschen Pitch-Problem eventuell. Maybe. Aber es scheint zu passen, weil unsere Tanks... Na, ich weiß nicht. Mal schauen. Das sieht ganz okay aus. Wir werden gleich sehen, ob wir... Ich habe uns auch das gerade angeschmissen. Aber ich glaube, wir sind genau am Limit vom Machbaren. Das ist quasi unser Shuttle. Ja, und jetzt geht es mit dem Pitch auch langsam wieder zurück. Ich glaube, wir sind durch das Gröbste sind wir jetzt durch. Also wir sind quasi auf Kurs und unser Shuttle ist jetzt auf Kurs. Ihr wollt auf jeden Fall ein Stückchen drüber kippen, weil euer Shuttle wird früher oder später von alleine kippen und generell könnt ihr den Gravity Turn einfach schon in den Initial Launch relativ leicht mit dem Shuttle, finde ich persönlich, einfach direkt einbauen und dann vom Case hier aus einfach direkt schon ein bisschen rüber kippen. Ich glaube, RCS können wir jetzt wieder ausschalten. Jawohl, können wir. Pitch sieht noch stabil aus. Ist jetzt ein bisschen schwierig, die Sonne Fuel Booster gleich loszuwerden, glaube ich. Ich glaube, wir werden eventuell einfach ein bisschen bisschen was an toter Masse einfach mit uns rumschleppen eventuell. Uiuiui. So. Denn wir sind noch nicht im All und erst im All können wir die eigentlich safely dumpen. Ich glaube, wir können jetzt erstmal unsere Throttle ausschalten. Wir haben einen ordentlich gesund, stabil, gesund hohen Orbit. Wir werden uns jetzt hier mal auf Progate ausrichten beim Orbit. Aber ja, so sieht dann ein Shuttle Launch aus, wie ihr seht. Ist gar nichts Wildes. Ist relativ simpel eigentlich. Wenn man ein vernünftig gebautes Shuttle hat, dann wiederum, wie gesagt. Das ist natürlich Voraussetzung. So, und was ich jetzt tun werde, ist, ich bin zwar noch in der Atmosphäre, aber ich kann theoretisch sein, kann hier schon mal hingehen. Und kann das Shuttle jetzt einfach umdrehen. Und dann dürften hier gleich die dicken Booster-Tanks einfach nach unten wegdroppen. Jetzt sind wir schon nicht mehr in der Atmosphäre, damit ist es eigentlich schon irrelevant, in welche Richtung ich gedreht bin. Aber egal. So, genau. Einmal stagen und dann werden wir es einfach einmal ein bisschen nach oben mit RCS Gas geben eventuell oder einfach nach vorne. Das spielt eigentlich keine Rolle. Uiuiui, das sieht ein bisschen gefährlich aus mit den Flügeln hier gerade. Ja. Ja. Bitte eine Schnitte. Kleines bisschen Thrust noch und dann haben wir das. So, sehr gut. So, jetzt ist die Frage. Das ist für mich immer wieder die Frage bei frisch konstruierten, bei neu konstruierten frischen Shuttles, in Anführungszeichen. Ist das für mich immer wieder eine spannende Frage, nämlich, wie gut fliegt dieses Schätzchen jetzt? Mein Off-Camera-Shuttle hatte nämlich anfangs sehr große Probleme, geradeaus fliegen zu können, solange hier noch zu viel Sprit in den Tanks hier drin ist. Das ist halt so eine Sache, wie gesagt, es kommt darauf an, wo ihr genau die Thruster hier hin platziert, also diese beiden dicken Vektor-Thruster und wie sehr ihr die gedreht habt. Da müsst ihr einfach rumtüffeln, wie gesagt, ihr müsst ihr auf jeden Fall in Richtung, also ihr müsst quasi Thrust geben in Richtung von eurem dicken Tank. Und wie gesagt, ich kann euch dazu raten, das Shuttle möglichst tief an euren Tank ranzuhängen. Das scheint ganz gut zu funktionieren, zumindest bei mir funktioniert es immer ganz gut, die Tanks einfach tief dran zu hängen. So, und theoretisch gesehen haben wir jetzt natürlich unsere Vakuum-Engine. Theoretisch gesehen, praktisch gesehen, können wir jetzt einfach noch die dicken Engines nutzen. Die haben einfach noch ein bisschen mehr Wumms dahinter. Und genug Delta-V, um ein bisschen Orbit zu kommen, haben wir natürlich trotzdem so oder so. Deswegen werden wir jetzt einfach die dicken Engines nutzen. Wie ihr seht, ihr habt da jetzt hier, ihr werdet jetzt einfach ein bisschen Spiel haben. Also das wird jetzt hier nicht smoothly auf diesen Marker zuburnen quasi, solange ihr jetzt diese dicken Engines nutzt. Das hat einfach den ganz einfachen Grund, dass, wie gesagt, die gehen nicht genau perfekt durch den Center-of-Mass-Punkt von eurem Schiff. Die sind leicht geoffsettet, aber das ist halt Sinn der Sache, um beim Launchen halt dafür zu sorgen, dass ihr smoothly ins All kommt. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen Drift. Wir driften ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Aber wie ihr seht, klappt das ansonsten jetzt schon mal ganz gut. Und damit dürfen wir es jetzt normalerweise relativ easily bis in Orbit reinschaffen. So, ihr könnt jetzt natürlich theoretisch gesehen die Monopropellant-Engine gleich nutzen, um den Tank zu deorbiten. Oder ihr macht es, wie ich das gleich wahrscheinlich machen werde. Und geht einfach hin. Und wenn ihr jetzt gleich kurz davor seid, ein Orbit zu haben, zum Beispiel jetzt ungefähr, geht ihr einfach hin. Und verabschiedet euch jetzt einfach von eurem dicken Tank. Ungefähr so. Und tschüss, Mr. Tank. Wer goes for Tank? Der wird sich jetzt quasi von allein deorbiten, weil er halt einfach keinen stabilen Orbit hat. Dann shutdownen wir unsere beiden dicken Engines. Starten unsere
unsere jetzt neue Main Engine, nämlich die kleine Terrier Engine. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch ein bisschen burnen damit. Das dauert es leider ein bisschen, die ist logischerweise nicht so effizient. Aber ja, jetzt macht ihr einfach nur einen kleinen Burn. Da könnt ihr jetzt auch wieder Physics timewarpen. Und schon seid ihr mit einem Shuttle im Orbit. So, wunderbar. Ich glaube, die 4 war es, genau. Auf der 4 können wir jetzt unsere Solarpaneele ausfahren. Aber ja, damit sind wir jetzt im Orbit angekommen. Wie gesagt, haben wir leider jetzt keine Payload dabei mit so einem Shuttle. Wie ihr seht, diese Shuttle hat keine Payload. Das heißt, ja, ich werde das jetzt nicht speichern. Also wir werden jetzt das Ding auch jetzt nicht landen. Einfach nur, weil ich nicht garantieren kann, dass die erste Landung jetzt instantly smoothly gehen wird. Und dann müsste ich eventuell einen Quicksave laden und dann könnte ich halt den Flight nicht mehr reverten. Ich werde den Flight jetzt nochmal reverten, weil das schon relativ viel Geld kostet, die Shuttle zu launchen. Auch wenn wir es komplett recovern. Es kostet halt relativ viel Geld, einen Shuttle zu launchen. Einfach nur, weil die Booster-Tanks halt einfach, ne? Wie gesagt, den Booster-Tank habe ich jetzt nicht so konzipiert, dass man ihn recovern könnte. Hier die Shuttle Mark 1 Probe, beziehungsweise den Booster-Tank, der hat keine, keine Schlag-mich-tots, keine Fallschirme. Das heißt, den können wir nicht recovern. Der ist nicht recoverbar, so wie ich ihn konstruiert habe. Deswegen kostet dieser Launch uns trotzdem einiges. Aber ja, damit haben wir das Shuttle jetzt im All theoretisch gesehen. Das funktioniert schon mal soweit. Wie gesagt, den Booster-Tank kann man auch recoverbar bauen. Dann geht man, I guess, unten hin und baut vielleicht noch ein Heat-Shield dran. Ich weiß es nicht. Bis jetzt habe ich noch nie einen von diesen Booster-Tanks versucht zu recovern. Aber theoretisch gesehen soll es möglich sein. Ich werde das jetzt, wie gesagt, reverten. I guess, vielleicht machen wir noch ein bisschen was hier an Thumbnail-Material. Kriegen wir hier noch ein, zwei coole Thumbnail-Shots. Übrigens, falls ihr diese Marke auch, wie ich lange Zeit nicht mehr habt, einfach einmal F4, also nicht Alt F4, sondern nur F4 drücken. Ne? Dann könnt ihr die anderen ausschalten, diese Target-Reticules hier. Die habe ich lange auch vermisst in meinem Spiel. Die habe ich aus Versehen irgendwann mal anscheinend ausgeschaltet. Aber die kann man einfach auf F4 wieder einschalten. Sehr praktisches Feature, falls ihr das noch nicht wusstet. Anyways, ja, wie gesagt, ne, ein bisschen Thumbnail-Material ist hier noch farmen. So, drehen wir Shuttle mal, ne? Falsche Richtung. Drehen wir Shuttle mal hier in die Richtung, genau. Wunderbar. Zack. Damit sie das Shuttle nochmal F4 drücken, dass es da weg ist. Und dann haben wir jetzt hier einen schönen Shot vom Shuttle über Kerbin, I guess. Einen schönen Shot vom Shuttle in general. Das ist jetzt hier mein wunderprächtiges neues Space Shuttle. Und das befindet sich jetzt hier schön im Kerbin Orbit. Und ja, das haben wir jetzt hier schon mal soweit. Na, bitte nicht Progress ausrichten. Ich möchte bitte auf Stability Assist switchen. So, ich würde mich gerne in die andere Richtung jetzt drehen. In diese Richtung würde ich mich gerne drehen. Genau. Richtung Sonne. Und dann können wir uns hier noch ein bisschen schönes Thumbnail-Material hier holen. I guess, warum nicht? So, und da ist unser Shuttle jetzt im Vordergrund mit dem Hintergrund von Kerbin. Whatever. Das haben wir jetzt bis ins All gebracht. Ja, irgendwo wird das ein schöner Thumbnail-Shot dabei gewesen sein. Jetzt werde ich den Flight aber reverten. Wie bereits gesagt, das Actual Shuttle mit entsprechendem Inhalt werden wir dann in der nächsten Folge launchen, wenn wir dann damit loslegen werden, unsere Station zu assemblen. Die werde ich nämlich assemblen mit dem Shuttle, was man nicht machen muss, was absolut excessive ist, weil man kann die Station auch einfach so hochfliegen, Stück für Stück, I guess. Aber es ist cooler, das mit dem Shuttle zu machen, deswegen machen wir es mit dem Shuttle. Und es macht Spaß, Shuttle zu fliegen. Wie gesagt, ich habe einfach viel zu viel Spaß dran, deswegen machen wir es so. Genau, und noch eine wichtige Sache, die ich nicht vergessen darf, deswegen werde ich das am Ende von diesem Video jetzt mal eben machen. Und auch für euch eine wichtige Sache, solltet ihr, wie ich, irgendwann mal hingegangen sein und im wunderprächtigen Administration Building hingegangen sein. Ach, das habe ich schon ausgeschaltet. Sehr gut, ich meine, ich habe irgendwie eingeschaltet gehabt, dass man hier, solltet ihr das ja eingeschaltet haben, hier Recovery Transponder Fitting. Solltet ihr das, diesen Plan hier aktiv haben, im Administration Building, habe ich schlechte Neuigkeiten für euch, denn ihr müsst ihr leider ausschalten. Also müsst nicht, aber solltet ihr ihn ausschalten. Denn man kriegt dadurch plus Minimum Vessel Recovery, aber minus Maximum Vessel Recovery. Und logischerweise werdet ihr mit eurem Shuttle höchstwahrscheinlich nicht irgendwo landen, sondern auf dem Runway, ne? Also am Kerbal Space Center. Und wenn man am Kerbal Space Center landet, kriegt man Maximum Vessel Recovery. Also ihr kriegt quasi 1 zu 1 die Funds von jedem Part, das ihr recovert, 1 zu 1 wieder zurück. Das heißt, ihr wollt möglichst hohe Maximum Vessel Recovery haben. Das heißt, das ihr am besten ausschalten. Solltet ihr es aktuell eingeschaltet haben. Aber ja, dann würde ich sagen, das wäre es für die Shuttle-Folge heute. Der Shuttle haben wir jetzt konstruiert und in der nächsten Folge werden wir dann eine Station entwerfen, konstruieren und dann Stück für Stück beginnen, die Station hochzufliegen mit dem grünen Finale des letzten Stationsmoduls, dass wir dann wiederum vielleicht nicht mit dem Shuttle hochfliegen werden, sondern so hochfliegen werden, weil das wird dann noch ein bisschen komplizierter. Mit dem letzten Modul werden wir dann wiederum den Asteroiden hier uns grapschen, den dann wahrscheinlich nochmal in einen etwas niedrigeren Orbit runter transportieren, denn der Orbit ist noch relativ hoch. Und dann wiederum auch diesen Asteroiden an unsere, ja, I guess, Research-Station dann auch andocken. Auch den werden wir dann an die Station andocken und attachen. Und dann werden wir eine schöne kleine Station im Low-Carbon-Orbit haben mit einem Asteroiden, der da dranhängen wird. Und als nächstes danach werde ich mich dann vielleicht mal
bemühen, vielleicht ein paar SSD auszubauen, denn auch die habe ich noch nie in meinem LP gebaut. Und auch das ist vielleicht ein ganz interessant, oder LG, Netz Guide, auch das ist vielleicht ein ganz interessantes Konzept, das den einen oder anderen interessiert. Das ist quasi, also für die von euch, die nicht wissen, was das ist quasi dasselbe wie ein Shuttle. Mit dem Unterschied, dass man das Ding nicht wie ein Shuttle startet, sondern wie ein Flugzeug. Und das Ding hat halt quasi keine Stages, das steht für Single Stage to Orbit, also quasi, man staged gar nichts, man fliegt das ganze Ding als Flugzeug bis ins All, macht dann seinen Spaß im All und kommt dann als Flugzeug wieder zurück und landet auch als Flugzeug wieder auf dem Runway, also quasi so ein Next-Level-Shuttle, wobei ich sagen muss, dass ich sehr großen Spaß daran habe, ein Shuttle auch wirklich als Shuttle zu starten, also als Rakete zu starten und dann als sehr unaerodynamisches Flugzeug zu landen. Ich muss sagen, daran habe ich einfach sehr großen Spaß, das macht mir einfach sehr viel Laune. Aber ja, das wäre es fürs heutige Video, das wäre es für den heutigen Part. Lasst mir lieben gerne, ich weiß nicht, Feedback, Fragen auch lieben gerne, weil wie gesagt, Shuttles basteln ist nicht so leicht. Da habe ich auch lange selber dran rumgegrübelt. Das sah jetzt wahrscheinlich relativ leicht aus, weil es instant bei mir geklappt hat, aber das liegt daran, dass ich off-camera sehr, sehr viel rumprobiert habe. Falls ihr da noch Probleme mit habt oder Fragen habt, so, oh, bei mir passiert das und das und ich habe das genauso gemacht wie du oder ich hab das und das ein bisschen anders gemacht oder wie mache ich XY, lasst das lieben gerne in den Kommentaren da. Ich helfe euch da gerne. Aber das wäre es ansonsten fürs heutige Video. Lasst mir, wie bereits gesagt, bitte, bitte lieben gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und sehr unterstützen. Lieben gerne auch auf die Glocke klicken, nur dann bekommt ihr nämlich alle Upload-Benachrichtigungen. Und ansonsten würde ich dann fast sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Auf der Endcard könnt ihr gleich lieben gerne einfach auf ein nächstes Video klicken, nächsten Part. Da geht es dann direkt weiter mit unserem Stations-Assembly-Programm, I guess. Lieben gerne einfach draufklicken und dann geht es da direkt weiter. Aber dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quält euch!